meine Lieben und herzlich willkommen hier bei mir bei der Erzi Bruder Baustelle. Und es geht weiter mit der Volksfräse vom Onkel Phil. Und es sind wieder ein paar Teile gekommen und ich habe auch wieder ein paar Teile gemacht. Und dann fangen wir eigentlich auch gleich mal kurz an mit diesen Winkeln. Da habe ich mir einfach, was ist das, 60x60, 5 mm dick Alu-Profil bestellt. Ich habe es bei eBay bestellt. Momentan kommt es ja irgendwie nirgendwo hin. Deswegen einmal bestellt, mit der Flex abgeschnitten, Draht gefeilt und die Löcher nach Plan reingebohrt. Auf den anderen Seiten habe ich es schon gemacht, denn diese Winkel hier werden hier an der Seite, vorne, hinten, an allen Ecken angebracht und sind gleichzeitig der Endstopp, dass das Ganze nicht hier abhauen kann. Und bevor ich drauf gekommen bin, dass ich hier einfach die Spindel hier unten auf so ein Ding auflegen kann, damit das hier jetzt nicht mehr davon flutscht, habe ich das hinten gemacht, damit ich diesen Sensorhalter, den ich ursprünglich hier hinten mal provisorisch eingebaut hatte als Endstopp, wieder ausbauen kann, damit wir den nachher auch noch montieren können. Wie gesagt, die anderen Ecken habe ich schon mal schnell gemacht. Wie sieht das ganze Ding aus? Hat auch an der Seite zwei Löcher und oben viermal ein M4-Gewinde. Und an die Seiten hier kommen rein zwei M6x16 Schrauben. Die können wir da auch reinmachen. Fangen wir oben bzw. unten an. Also das ganze Ding kommt ja so hin. Und hier kommt dieses Teil hier dran, das ist dieses grüne. Das wird hier unten dagegen geschraubt. Und da kommt nachher das Band rein. Das wird also von hinten über die Umlenkrollen hier vorgezogen. Hier kann man es dann spannen. Und hier wird es dann angeschraubt. Das heißt, das machen wir jetzt auch einmal bei dem hier gemeinsam. Das heißt, ich brauche hier die Schrauben M4x20. Hier ist die Gleichung. Hier sind noch welche übrig. Die M6x16 habe ich tatsächlich irgendwie alle verbraten aktuell. Hoffentlich fehlen die nachher nicht. Habe ich vielleicht irgendwo welche anders genommen? Weiß es nicht. Also, dann brauchen wir die Unterlegscheiben 4,3, DIN 125. So. Und dann schrauben wir das jetzt hier einmal fest. Ne? Da sind ja auch Langlöcher drin, das heißt, man kann das dann, wenn es montiert ist, über die Nachspannen, den Gurt, weil es halt noch ein bisschen sich bewegen kann, nach links und rechts. Also echt clever gelöst. Also ich bin im Gesamten, um das mal so nebenbei zu erwähnen, irre zufrieden. Also ich finde das gigantisch, dieses ganze Konstrukt hier. Absoluter Wahnsinn. Ist echt richtig genial. Ich bin auch parallel hier gerade so am gucken, ob ich hier irgendwie das WLAN bis hierher strecken kann, aber es ist halt doch eine Entfernung. Und durch das, dass das über mehrere Stromkreise hier läuft, also ich habe ja Strom hier, aber ich muss mal gucken, ob ich hier mit dem PowerLAN vielleicht diese Entfernung überbrücken kann. Denn die Alternative wäre, irgendwie, keine Ahnung, 800 Meter LAN-Kabel ins Feld werfen. Glaube ich nicht. Also ich glaube vor allem nicht auf Dauer. Denn wenn dann irgendwie die Schumpen drin sind, die fressen mir das Kabel noch. Oder irgendein anderes Gefiech. Ja, wer weiß. So sieht das Ganze jetzt aus und das wird jetzt nach oben geschraubt und oben kommt nachher noch eine Kontermutter drauf, dass das bombenfest ist. Und jetzt kommen die 6er Schrauben und hier nehmen wir diesmal eine Unterlegscheibe. Das ist die Unterlegscheibe DIN 125 6,4. Also ich glaube, egal wie oft ich das mache und egal wie oft ich das sage, ich kann mir diese Nummern trotzdem nicht mehr. Also ich muss immer nachgucken. Das ist, ich wüsste nicht, welche ist. Also wenn mir jetzt jemand sagt, das ist DIN sowieso oder ich soll mal DIN sowieso holen, kein Dunst. Habe auch keinen Maschinenbau oder so gelernt. Ich habe andere Sachen gelernt, die sonst keiner weiß und vielleicht auch kein Mensch braucht, aber das gehört nicht dazu. Also, so sieht das ganze Bauteil jetzt aus. Ich habe hier wieder die Nutensteine, diesmal die M6er Nutensteine hier drauf gezogen
und wir fädeln das jetzt gleich ein. Wenn ihr hier schon die Abdeckkappe drauf habt, könnt ihr das natürlich auch wieder reinlegen und so drehen. Aber ich habe die noch nicht drauf, das heißt, ich kann die hier einfach einfädeln und dann schrauben wir das hier einmal nur fest. Und nachdem das Ganze, steckt zwischen den Schrauben drin. Nachdem das Ganze hier auch auf Anschlag mit dieser Schiene liegt, kann das auch nirgendwo mehr hin. Ist also so echt clever gelöst. Und wie gesagt, jetzt kommt hier das Band einmal rein. Das ziehe ich jetzt einmal durch von hinten, schraube das an und vorne lasse ich einfach mal so ein Fetzen länger. Ich hoffe, das reicht im Allgemeinen. Und das Gleiche machen wir hier auch. Heißt, wir ziehen es von hier nach da drüben oder andersrum und dann sind eigentlich die ganzen Riemenantriebe auch schon fertig eingebaut. Das machen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen. Also hier einmal zum Verständnis, unten durch, oben drüber, so, oben drüber und wieder unten durch. Nehmen wir das mal so ein. Sollte funktionieren. Jawohl. Ich lasse jetzt hier hinten auch mal noch ein Fetzen über. Abgeschnitten ist es gleich. Aber so habe ich wenigstens ein bisschen mehr Sicherheit. Das, vielleicht muss ich es ja hier hinten nachspannen und nicht vorne. Wer weiß. Wer weiß. Ich schiebe das jetzt mal ganz nach vorne, also zum Portal hin. Dann habe ich natürlich hier die Möglichkeit, das Ganze nachher auch von hinten gegebenenfalls nochmal nachzuspannen, wenn ich muss. Also wenn ich es jetzt schön ganz hinten habe, weil dann kann ich es nur noch lockerer machen. Zur Erklärung einmal bin ich natürlich wahnsinnig taktik heute, aber wir haben hier aktuell knapp über 5 Grad und meine Finger sind Eisklumpen, deswegen wunderbar. Also wie fest es sein muss, weiß ich nicht, ich orientiere mich jetzt einfach mal an fest. Im Endeffekt würde ich es beim 3D-Drucker ja nicht anders machen, das heißt, dass ich einfach sage, ich habe eine schöne Spannung, so dass der hier nicht die Möglichkeit hat, irgendwo drüber zu rutschen. Ich weiß auch nicht, ob die sich noch einlaufen, das muss man einfach ein bisschen beobachten, wenn ich sehe, dass hier die Spannung nachlässt, dass man dann einfach ein bisschen reagieren kann. Das gleiche mache ich jetzt hier drüben und hier oben. Dran und hier kommen jetzt noch die Muttern drauf, M4.
jetzt die Bänder hier drin sind, auf beiden Seiten und hier oben, wollen wir auch gleich weitermachen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen zwischendrin und es ist aber immer noch nur 7 Grad hier drin. Deswegen werde ich schauen, solange meine Finger noch warm sind, dass ich hier vorwärts komme. Ich habe ja den Sensorhalter hier ausgebaut. Der war hier als Endstopp provisorisch eingebaut. Und da gibt es jetzt hier diesen Plan dazu. Das heißt, wir brauchen hier zweimal einen Sensor. Das sind NPN-NO-Sensoren, 2 mm. Wie es in der Liste angegeben war, ich habe da keine Experimente gemacht. Und die schrauben wir jetzt mal auf. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Ich habe ja den Frequenzumrichter von der Spindel. Und da sagen viele, dass die eigentlich mit am störungsanfälligsten sind. Deswegen habe ich hier eigentlich überlegt, ob ich die nicht dann dementsprechend schirmen sollte. Jetzt ist ja hier schon Kabel dran. Ob ich die ganz kurz abschneide und dann einfach neu einlöte. So, hier müssen wir 20 mm runter. Da fehlt noch einiges. Also man kann ja hier danach justieren, weil auf der anderen Seite kommt ja dann eine Schraube hin. Schaut doch gut aus. So, passt. Also wie gesagt, nachjustiert ist ja gleich. Clever, clever. Okay. Das heißt, man muss das so reinschrauben. Das Kabel hier. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Kabel dann möglichst kurz abschneide und dann direkt ein geschirmtes Kabel auflöte. Ob ich das und wie ich das so genau mache, weiß ich noch nicht. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob die dementsprechend so anfällig sind. Die Meinungen gehen hier immer so krass auseinander. Also wirklich, auch gerade im Forum, weil halt die einen sagen, ja, sie haben das, was weiß ich nicht, alles installiert und gemacht. Und da läuft natürlich alles gut. Und dann gibt es andere, die sagen, sie haben gar nichts gemacht, läuft auch gut. Deswegen kann ich das gar nicht mit Sicherheit sagen. Kann auch sein, dass bei dem einen halt zufällig gerade gut läuft und beim anderen halt zufällig gar nicht läuft. Es ist ja auch jeder Schaltschrank verschieden, das heißt, es kann ja auch sein, dass es wirklich woanders kommt. Gut, das hier haben wir soweit. Der kommt übrigens hier hin, dahin. Ja, genau, also das ist der Endstopp dann für die Z-Achse. Und jetzt brauchen wir noch den zweiten Sensor, der kommt hier rein. Und der soll hier 15 rausgucken. So, so. Ein bisschen brauchen wir noch. Sieht gut aus. Und auch hier, wie gesagt, kann man jederzeit nachstellen. Das Ganze wird jetzt hier hingeschraubt mit 2 Imbusschrauben im 6x16 und einer Beilagscheibe, die 9021A5. Das sind diese Riesen, die mit etwas mehr Auflagefläche. Und dann schrauben wir das hier hin.
Das heißt, das hier ist soweit durch. Und dann machen wir gleich weiter mit den Anschlägen. Und zwar haben wir hier einmal die Anschläge hier für die Achse. Kommt da vorne und hinten eine rein? Also hier weiß ich, da kommt nur eine Schraube mit einem Nutenstein dann rein. Welche weiß ich noch nicht. Gucken wir mal, was übrig bleibt. Aber hier, ich würde jetzt mal vorne und hinten einen machen, denn hier haben wir oben den Anschlag bei Z. Nach unten gibt es keinen Anschlag, weil ja unten das Werkstück kommt. Hier machen wir links und rechts einfach einen rein, dann schätze ich, dass hier wird einfach vorne und hinten eins davon reinkommen. Von diesen Haltern sind die hier. Und da habe ich ja diese Einbrennmuffe da reingedrückt. Und dann schauen wir mal, wir brauchen hier Schreibung Innenbus M5 x 12. Das sind die Unterlegscheiben. M5 x 12. Dann kommt das Ganze in einen Nutenstein, kommt noch ein Ding drauf. Beilagscheibe. Ja. Das heißt, hier kommt jetzt links und rechts ein Stein hinein. Jetzt mit dem Schrauben ist hier vielleicht besser. Ja, wunderbar. Die passen da gar nicht dazwischen. Gehören die so hin? Die müssen ja fast so hingehören. Dann machen wir die aber außen hin, würde ich sagen. Oder ist dann da die Hülle im Weg? Wo sind sie denn auf dem anderen Plan? Ja, da sind sie auch außen. Okay. Also, dann einmal außen und dann müssen beide Nutensteine in 1. Und dann werden die hier so länglich angebracht. Ich dachte, die werden vielleicht über die Breite angebracht. Aber nö. Ich habe überall schon die Deckel drauf, sonst hätte ich den natürlich jetzt hier einfach rausschubsen können. Aber irgendwie ist er reingegangen, also würde er jetzt auch irgendwie wieder rausgehen. Geht schon irgendwie. Bring mal hin. Die zwei sind dran. Hier einer kommt eben nach vorne, einer bleibt hier hinten. Und da kommt jetzt noch was drauf. Und zwar kommt jetzt da drauf eine Schraube. Und zwar eine M3 x 16. Dann haben wir noch dabei eine Beilagscheibe, die kommt nach unten zum Plastik hin. Ach, Fuddel hier. Und ich glaube, die brauche ich nicht mehr, die sind dann leer. Und eine M3-Mutter. Wenn es denn möchte. Also im Endeffekt kommt eine Mutter. Die ist im Endeffekt zum Kontern dann, dass die Schraube nicht nach oben und nach unten weg kann. So.
Ah, der muss recht weit rein, scheint mir. Ich drehe sie mal ziemlich weit rein. Denn ich muss ja jetzt unter dem Portal auch nochmal durchkommen. Und hier im Endeffekt, genau. So. Geht so weit rein, dass nachher dieses Teil hier da dran ansteht oder dran aufsteht. Das heißt, wir können jetzt das hier schon mal festmachen. Denn jetzt weiß ich ja endlich, wie es hier weitergeht. Gut. Und den drehen wir ein bisschen runter, die Schrauben. Ja. Wenn man irgendwo den richtigen finden würde. Ja, also die läuft ganz knapp drunter durch. Und die kommt jetzt einmal nach vorne. Schauen wir mal. Wo wir hier sein müssen. Und zwar will ich die so eingestellt haben, bevor meine Spindel hier vorne gegen das Teil tackert, soll die ja natürlich auslösen. Das heißt, da muss hier der andere Abschalter hin. Also den kann ich ja jederzeit nachjustieren, aber so habe ich zumindest schon mal eine grobe Begrenzung. Also je nachdem, wie schnell ich fahre, muss ich den vielleicht nochmal ein Stück zurückholen, damit der soweit noch Nachlauf hat. Beziehungsweise ich weiß nicht, was die noch an Nachlauf hat. Wenn der auslöst, ob der sofort die Vollbremse reinhaut oder ob der noch einen Ticken drüber geht, das sehe ich ja dann. Dann kann ich es dann dementsprechend nochmal korrigieren. Das gleiche machen wir jetzt beim zweiten auch. Also, kein Hexenwerk. Also ich muss nach wie vor sagen, die Mechanik oder der mechanische Aufbau ist eigentlich echt simpel. Wirklich simpel. Da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, um Gottes Willen, hätte ich mir jetzt so nie denken lassen. Bei ein paar Sachen habe ich mich doof angestellt, keine Frage. Manche Sachen habe ich auch nicht nachgelesen. Nach wie vor glaube ich, wenn man halt jetzt hier so das Video nebenher laufen lassen kann oder den PC nebenhin stellen kann mit den mit der Cut-Zeichnung ist das Ganze natürlich nochmal einen Tacken einfacher gestrickt. Und dann kann man einfach nachschauen. Ich muss hier immer hin und her laufen oder mir das überlegen. Oder mir im schlimmsten Falle merken, was ich gesehen habe. Mal schauen. So, nach hinten hin können wir relativ weit. Ich würde mal sagen, bis hierher. Das ist kurz vor Anschlag. Das sollte also auch hinhauen. So, meine Finger werden wieder kalt hier. Wunderbar. Dann lasst uns weitermachen. Wir haben noch diesen Nupsi hier. Der kommt hier vorne hin. An die Z-Achse. Und löst im Endeffekt auch hier diesen Endabschalter aus. So, ich habe hier noch zwei M5x16. Und wenn ich die jetzt nirgendwo anders brauche, hätte ich die jetzt auch gleich hier reingeschraubt. Würde das passen? Ja, sollte passen. Guck gerade mal, noch mal zwei Nutensteine. Ich nehme jetzt die einfach, weil die da sind und ich jetzt gerade eben nicht mehr weiß, welches eigentlich waren. Okay. Aber es könnten eigentlich die hier sein, denn die kann ich hier festschrauben. Und dann passt es schon. Ich nehme jetzt die. So, habt ihr jetzt davon. Ich nehme jetzt einfach die. Also, hier zur Seite hin. Gucken wir mal. Hier wieder anschlagen. Das heißt, der muss hierher. Wie gesagt, von den Verfahrwegen her weiß ich noch nicht, wie weit wir hier sind und wie schnell die hier ist, denn bei meiner anderen habe ich das nicht. Wie gesagt, da habe ich das Problem nicht, da habe ich ultra starke Motoren drin, weil die natürlich auch massiv ist, aber durch das, dass keine schnelle Spindel drin ist, brauche ich auch nicht schnell fahren. So, kommen wir jetzt zu diesem Teil. Also ihr seht hier,
der reagiert dann auf den hier und auf den hier, damit die links und rechts nicht weiterfährt. Dann haben wir diesen Kameraden hier, da brauchen wir jetzt auch etwas Schrauben. Das heißt, wir haben von oben... Okay, also hier haben wir eine Vierkantmutter. Dann haben wir M3 mal 20. Das ist die 5, das ist da oben drin, okay. M3 mal 20 brauchen wir einmal. Oder zweimal. Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Oder auch doch nicht. Wie gehört denn das Teil dahin? Es wird Zeit, dass die Elektrik drin ist. Und ich endlich normal hier fahren kann. Also wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das halt hier ja so hin. Ach, okay. Na gut, dann. Das ist doch kein M3. M3x20 habe ich auf beiden Seiten. Check ich nicht. Ah! Klar, weil ich hier diese Vierkantmutter einbaue. Also hier oben vom M3 und wieder eine M3-Mutter. Zum Konter. Eine Sechskantmutter. Also M3 mal 20 Inbusschraube kommt einmal hier oben rein, also da wo diese Nietmutter auch drin steckt. Da kommt das Teil rein, das nachher auslöst. Soll hier 10 mm rausschauen noch. Machen wir mal ungefähr. Wie gesagt, den Rest drehen wir nach, einfach, wie wir es brauchen. Aber jetzt wird es hier irgendwie zäh. Ja, geht schon. So, den Rest stellen wir dann ein. Und auf der anderen Seite haben wir hier M3 und was sind die 2? Die Nietmutter. Und da haben wir noch eine Unterlegscheibe dazwischen. Okay. Also, auf die andere Seite, wo dieser lange Schlitz drin ist, nehmen wir eine M3x20. Eine Unterlegscheibe. So. Wo ist jetzt hin? Die dicken Unterlegscheiben. Da sind sie. Habe die falsche raus. So, eine M3-Unterlegscheibe. Also M3x20 Unterlegscheibe. Dann wird das Ganze da durchgestopft und auf die andere Seite kommt diese 4. Kantmutter, die man tatsächlich nur für das ein einziges Mal braucht. Und die läuft dann da drin hin und her. Also ich zeige euch das mal. Hier sitzt sie dann drin und dann schraubt man das da durch und dann kann man das da justieren. Das Ganze kommt so hin, schätze ich jetzt mal. Und das so hin? So. So hin. Dann kann man jetzt hier wirklich schön nachjustieren und einstellen, wo ist der höchste Punkt. Ich würde sagen, da, wenn wir hier eben sind, ich hoffe, ihr seht es noch, also wenn wir hier eben sind
Und jetzt kann ich den hier so einstellen, von der Höhe her, dass der gerade da reagiert. Das heißt, ich stelle mal den mal hier ein. So. Auch hier weiß ich es nicht, wobei die Z-Achse normalerweise ja nicht so schnell gefahren wird. Zumindest irgendwie bei mir noch nicht. Ist jetzt nicht. So. Und jetzt kann ich hier die Schraube nochmal rein und raus drehen. Das ist das gleiche. Damit das relativ knapp aneinander vorbeiläuft. Ich weiß jetzt nicht, was der für eine Reichweite hat. Normalerweise ist es natürlich, sind es glaube ich nur ein paar Millimeter. Heißt, wir drehen die hier einfach ein bisschen raus. Zur Not, wenn sie nicht mehr richtig halten sollte, können wir natürlich auch den Sensor einfach ein bisschen rausschrauben. Aber jetzt schaut es gut aus. Kann sogar ein bisschen rein. Schrauben. Also wir sind jetzt relativ knapp, wo wir vorbeilaufen. Und so passt es eigentlich ganz gut. Und dann haben wir diese zwei Dinger auch schon abgehakt. Und wir machen direkt weiter mit den Teilen, die wir hier eigentlich das letzte Mal schon hätten machen können, wenn denn alle Teile da gewesen wären. Das heißt, ich habe ja hier die Nietmutter schon überall eingesetzt. Wie das Ganze ausgesehen hat mit den Nietmuttern, zeige ich euch jetzt ganz kurz. Während ihr mir bei den Nietmuttern zugesehen habt, habe ich hier mal ein bisschen was schon mal wieder hergerichtet für den nächsten Schritt und das restliche Zeug wieder aufgeräumt, damit ich nicht durcheinander komme, denn ihr wisst, ich bin schon ein bisschen verplant hier unterwegs. Als nächstes bauen wir hier diese Teile ein. Das sind die eben, wo noch gefehlt haben für die Kabelkanäle, Kabelschleppe, Kabelkette, irgendwie so. Und es gibt einen einfachen Plan dazu, das heißt auf die eine Seite, beziehungsweise hier an das, wo diese Ecke ist, hier kommen wieder die Thematik mit den Nutensteinen rein. Und hier kommen Senkkopfschrauben rein, aber ich schätze mal, dass die Senkkopfschrauben dann reinkommen, wenn die Kette hier montiert wird. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur die Dinger hier noch hinbauen. Ich muss gerade mal gucken, welches kommt denn wohin. Zuerst kommt dieses hier. Stürmisch. Zuerst kommt dieses hier hin. Und dann kommt das gleiche nochmal. Und zwar dieses hin. Und wie gesagt, ich schätze und gehe schwer davon aus, dass die Schrauben, die jetzt hier angezeichnet sind, im Endeffekt dafür da sind, dann die Kette festzuschrauben. Deswegen lassen wir die jetzt mal gerade weg. Das kommt ja nachher. Und wir brauchen also jetzt hier was sind das? 5er Schrauben, das sind M5 mal 12. Ach, brauchen wir zwei verschiedene, okay. Also auf der einen Seite M5 mal 12, das ist diese Seite hier. Und auf der anderen Seite brauchen wir M5 mal 16. Und jedes Mal einen Stein. Das sind wieder die Nutensteine M5. Ich will jetzt gleich mal 4 Stück hier einbauen. Seht ihr diesen Teil hier noch? Ich weiß es gar nicht. Jetzt ziehen wir das mal ein bisschen weiter nach vorne. Also, hier kommt unten einer.
Soweit, so gut. Ihr habt gesehen, es ist ein ganz schönes Gefuddel. Und wenn ich mir überlege, beziehungsweise wenn ich mir das wahrscheinlich vorher einfach mal genau angeguckt hätte, dann hätte ich es einfach vorher gemacht. Aber es geht auch so, es kostet halt einfach eine Minute mehr, aber es funktioniert. Und ihr seht, unten war natürlich völliger Quatsch, warum auch immer oder wie auch immer ich wieder da drauf gekommen bin. Vielleicht gehört es auch unten hin. Vielleicht habe ich es tatsächlich irgendwo gesehen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die gehören alle oben hin. Deswegen, ja. Wofür jetzt hier unten die Klemmen sind, wir werden es noch sehen, glaube ich. Soweit ich das verstanden habe, kommt jetzt hier die eine Kabelkette rauf und hier startet die zweite, die zur Seite geht. Und ja, ich hoffe mal, dass das jetzt soweit alles richtig ist. Ich schaue es mir auf jeden Fall nochmal an. Bevor wir jetzt hier den nächsten Kabelkettenhalter hinmachen, fehlt hier noch ein Teil, nämlich dieses hier. Und da kommt dieser Halter hin. Der kommt da so her. Und der kommt daher mit, den schrauben wir nämlich auch gleich da an, hätte ich gesagt. Dann ist das Thema schon durch. Mit dem 3x20 und einer Unterlegscheibe. 125,3, ja, wo haben wir die? 5x25, ja, wo sind sie hin? Vierer, also, nein, das hier haben wir erledigt. Ist einfach ein gutes Gefühl, wenn es immer weniger wird. So, hier haben wir die Senkkopf und hier haben wir die 3x30. M3x30. Schäle ich nicht. Ach, doch, da. 3x Imbusschraube, 3x30. Die werden hier durchgesteckt. Und die Unterlegscheibe kommt noch dazwischen. Okay, also einmal Unterlegscheibe, einmal die M3. Inbusschraube. Und zwar haben die ja hier dieses durchgehende Loch bis nach hinten und da kommt jetzt dreimal dieses Teil hier rein und das ist die falsche Unterlegscheibe. Das ist nämlich die 9021 und wollen wir die andere? Da ist die andere. Gleich gemerkt, dass nicht anders funktioniert. Haben wir noch ein paar, nämlich vier von den drei. Also ich gehe mal davon aus, dass das Thema ist dann auch durch. Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Und dann kommt die hier raus und dann schrauben wir die da an. Und zwar so. Ich zeige es euch gleich nochmal. Nee, ich schraube die drei schnell fest. Also, so soll das Ding am Ende ausschauen. Allerdings bei mir gucken hier die Schrauben raus, wo nachher der Motor rein soll. Ich glaube nicht, dass das so der Plan ist. Kann man dann mal gucken, aber ich bezweifle das jetzt einfach mal. Wobei, es würde sogar gehen. Ja, ich guck mal, ich werde mal schnell andere Schrauben hier nehmen. Beziehungsweise die eine auf jeden Fall. Warum die jetzt so weit rein sind. Eigentlich habe ich sie jetzt nicht unbedingt ultra fest angezogen. Ich komme jetzt da mal hin. Ja, die darf gut 10 kürzer sein. Dann nehmen wir mal eine M3x20, die hier mit Sicherheit noch irgendwo rumliegt. Hätte ich gesagt, die andere müsste eigentlich gerade so passen. Wobei wir auch hier gucken müssen. Ich schau mal, hier gerade rumliegen. Da haben wir eine M3x20, habe ich hier noch. Und ich glaube, da habe ich zwei gebraucht und drei waren drin. Dann nehmen wir auf jeden Fall hier mal diese. Und bei der hier werde ich nur eine Mutter dazwischen setzen. Eine M3er Mutter. Und da habe ich garantiert Unmengen davon.
Denn ich baue ja sonst alles mit irgendwie M3. Was mir vorhin schon lustig vorkam, denn hier ist M3 das kleinste, was man so hat. Und das, also es ist deutlich klein und es wirkt auch deutlich klein. Ich meine, wenn ich das jetzt hier reindrehe, dann steht die da hinten eh an. Denn die Schraube geht gar nicht bis ganz hinten hin. Nur mal gucken, ob wir dann so weit reinkommen. Aber so gehören tut es nicht mehr. Ja, hier ist M3 deutlich klein. Also wirklich klein. Und sonst, wenn ich was baue, ist M3 eigentlich schon das Größte, was ich nehmen kann. Ohne dass es klobig wirkt. Da bin ich schon eher im Bereich dann M2, wenn ich sage, ich möchte es ein bisschen filigraner oder ich brauche ein bisschen was filigraneres. Das ist dann wirklich ein deutlicher Unterschied. Schauen wir mal, ob wir jetzt da bis ans Gewinde kommen oder ob wir jetzt hier zu kurz sind dadurch. Ja, das haben wir fast gedacht, jetzt fehlen hier die 3 mm. Wo sind wir denn hier? Also, wie ist das Problem entstanden? Ich habe hier mit Stütze gedruckt und habe die Stütze rausgemacht oder beziehungsweise rausgebohrt und habe wohl an der einen oder anderen Stelle einfach ein Stück zu tief reingebohrt. Und daher kam jetzt dieses Problem auf. Halt noch nicht. Ja, hier zieht es, auf der anderen Seite zieht es mir auch die Dinge jetzt rein. Also so fest darf man auch gar nicht anziehen. Scheint mir. Ich gucke gerade mal noch nach einer anderen M3. Also probieren wir es nochmal. Ich habe jetzt einfach nochmal 2-3 mm einfach mit rausgenommen. Wenn es gar nicht geht, das Gute ist, die Teile einfach einmal neu drucken. Ist ja absolut Pillepalle, deswegen wäre also jetzt auch nicht das Problem. Jetzt passt es, jetzt zieht sie an. Wie gesagt, wenn es jetzt wirklich gar nicht gehen würde oder wirklich kompletter Quatsch ist, dann mach es einfach neu. Also, so sieht das Bauteil jetzt aus. Und das kommt jetzt hier hin. Wir werden das Sensorkabel gleich mal öffnen, damit es hier aus den Füßen ist. Und wir schrauben jetzt diese Platte hier hin. Und ich muss gerade gucken, das habe ich irgendwo aufgeschrieben. M5x25 ist nämlich auch meinem kleinen Plan irgendwie nicht drauf. Oder ich habe genau die Seite irgendwie nicht mehr da. Und wir brauchen hier 125 A5 Unterlegscheiben. 4 Stück. Und damit schrauben wir das jetzt hier einfach an diese Platte hin. Für professionellere Anleitungen verweise ich wie immer gerne auf den Kanal vom Onkel Phil, der das natürlich wesentlich geschickter hier macht, als ich das hier machen könnte. Jawohl. So. Also das ist oben bündig. Hier ist der Motor, den haben wir ja schon soweit mal auf diese Platte draufgeschraubt. Und damit wir das hier festmachen können, brauchen wir wieder M3x30 Linsenkopf. Schauen wir mal, das waren die, die wir gerade schon irgendwo hatten, dachte ich. M3x30, 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Und die Unterlegscheiben, das ist das DIN 921. Das DIN 921 sollten eigentlich, oder sind glaube ich die etwas dickeren. 921 sind die hier. Genau. Sind die, die ich vorhin falsch genommen habe. Super, wenn man sie herlegt und dann dementsprechend auch gleich mal falsch benutzt.
Und von unten sind da die Ösen drin. Ich glaube ja. Also, das Ganze kommt jetzt hier durch. Einmal Kabel vorne weg. Und das Tolle ist, wie er das gelöst hat, ist, dass man hier das jetzt hin und her wackeln kann, um den Riemen zu spannen. Wo er auch immer sein mag. Also, hier haben wir diesen Riemen. Der kommt hier oben drüber. So, und jetzt kann man im Endeffekt das auch hier wunderbar spannen. Heißt, wir drehen jetzt hier einmal die Schraube rein oder Schrauben rein. Wenn ich weiß wo, würde ich das auch gerne tun. Soweit so gut, das ist dran. Jetzt läuft hier alles über den Riemen und ja, jetzt kann ich es eigentlich wirklich kaum erwarten, sie irgendwo mal in Betrieb zu nehmen. Das heißt, das nächste große Thema wird jetzt neben dem Einbau von den Schleppketten sein, dass der Schaltschrank endlich mal Formen annimmt und ja, da muss ich natürlich noch mehr aufpassen mit Strom. Ich habe von der Elektrik nicht wirklich so viel Ahnung. Und bin hier auf viel Nachlesen angewiesen, aber ich glaube, auch das bekommen wir irgendwo hin. Und ja gut, ich montiere jetzt hier nochmal die Schleppketten drauf, das heißt einmal auf dieser Seite und einmal hier nach oben. Und wie gesagt, dann gehen wir wirklich schon langsam in die Richtung Verkabelung.